Mein lieben Geisterjäger, Missionsziele, wir müssen tiefer in die Krypten. Wir müssen ganz, das ist ganz schrecklich. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Ich habe ein bisschen Angst, ihr merkt es an meinem amerikanisierten Akzent und ich könnte ja auch singen, ne? Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somebody. Ich glaube, ich lasse es mit dem Singen, das. PKM-Fan. Der hat den Kopf geklaut. Ey, Scheiße. Hey, Moment. Das ist offenbar ein Schlüsselloch für einen großen Schlüssel. Ja, der Kopf, der hat den Kopf geklaut. Die Geister klauen, also die Geister in der PKM-Fan. Da klauen die hier einfach den Kopf, beziehungsweise den Schlüssel. Das ist doch. Boah, Alter, wie kannst du mich denn so erschrecken? Das ist doch... Nicht auf mich. Ja, nicht auf dich. Weißt du, was ich hier gerade für einen Todesschock gekriegt habe, Raymond? Das ist... meine Pumpe. Boah, Alter. Und guck mal, schon wieder alles voll am Abrampeln. Ja, die Leute, diese... Das ist mir alles, das ist mir viel zu krass. Das ist übel. Was sind das hier für Zeichnungen? Ich kann mit den Zeichnungen nicht viel anfangen. Ich, okay. Da, links von dir. Links von mir? Hör nicht auf! Die erschrecken mich immer so. Da falle ich irgendwie gleich tot vom Stuhl. Das ist unglaublich hier. Ich will das nicht. Alles so rampeln. Rumble in the jungle. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Soll ich singen? Ich bin hier auf dem Frito. Muss mein PKM-Meter verwenden. Es ist ganz schrecklich und fürchterlich. Da war wieder einer. Dreh dich um! Ja, dreh dich um, dreh dich um! Pass mal auf, du sollst mir von dem Feuerschutz geben, nicht mal irgendwie mit klugen Kommentaren hier um die Ecke kommen. Da hast du es läuten lassen, Kadett. Ja, läuten lassen, pass mal. Oh. Alter, hast du schon mal was von Feuerschutz gehört, Kollege? Feuerschutz, das heißt, wenn ich hier den Arsch riskiere mit meinem PKE-Meter, dann brauche ich mal. Was ist denn das? Was sind so seltsame Säulen, die wir hier. PKE-Meter. Ich soll verwenden die PKE-Meter. Komm ich hier rein? Komm hier rein? Kann man das irgendwie kaputtballern? Ja, PKE-Meter. Ich komme nicht durch. Oh, es rumbelt schon wieder. Es ist schon wieder voll im Abrumbeln hier. Rumble in the jungle. Oh, fuck, 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 fuck. Was ist mit die Scheiße? Den PKE musst du umschalten und dann. Boah. Ich denke, du bist ganz okay. Ich bin ganz okay. Pass mal auf, was wie oft ich dir den Arsch gerettet habe und du mir. Ne, könntest mir auch mal ein bisschen helfen. Feuerschutz, ne? Und ich glaube, das Prinzip haben die Geisterjäger noch nicht ganz verstanden, liebe Leute. Das sollten wir mal in der nächsten. Da ist der Schlüssel. Oh, der Schlüssel. Das schwere Ding, da können wir nicht tragen. Bring es zum Tor, damit wir weiterkommen. Okay, wie mache ich das mit einem Sperrstrahl? Was? Mit einem Sperrstrahl? Falsche Knöpfe. So, entlüften. Wie mache ich? Kann ich das mit dem Schleimschnapper vielleicht ziehen? Moment. Flumm. Dumm. Ah, okay. Das funktioniert. Cool. Jetzt müssen wir nur den Weg wiederfinden, liebe Leute. Das ist ja bei mir nicht immer... Ray, du stehst ungünstigstens im Weg, Kollege. Hier kommen doch gleich wieder irgendwelche Schweinereien. Boah, Ray. Sei mir nicht böse. Du weißt, ich bin Fan... Wo müssen wir hin? Moment. Pardon. Weg. Wo müssen wir hin? Wo ist das Ding? Ob der jetzt den grünen Schleim abfährt? Ist es für den grünen? Okay, Ray schießt mit dem blauen. Okay, ich glaube, ich sollte mal ganz kurz auf den wechseln.
So, dann schießen wir auch mal, schießen wir auch mal. Oh, ich hab's nicht so gemeint, Kollege, ich hab's nicht so gemeint. Das war nicht nett. Alter, du gehst mir sowas auf den Senkel hier auf dieser Mission. Du böser, böser Steingolem oder was immer auch du bist. Ist das der Schlüssel? Ist das... Wo ist unser... Jetzt haben wir unseren Schlüssel verloren. Wo ist der Schlüssel? Moment. Der Schlüssel, der Schlüssel, der Schlüssel. Da liegt der Schlüssel. Aber ich muss ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Moment, wo war das Tor? Ich muss schon wieder am Abrampeln hier. Ich komme mit dem Rampeln nicht mehr klar, Freunde. So, da müssen wir hier, da müssen wir, glaube ich, hier weiter durch, ne? Moment. Mhm. Okay, da hinten. Okay. Das heißt, ne, man wieder auf Grün wechseln, Schleimschnapper und Co., ne? So, kann ich das... Reicht das schon, wenn ich jetzt hier so... Pass mal auf. Flumm. Flumm. Okay, praktisch, praktisch, praktisch. So, Kollege, pass mal auf, komm mal mit. So, hier, Zim. Und da, Zim. Okay. So, Moment, jetzt hängt er da so ein bisschen. Okay, Zim. Können wir den direkt da reinschießen? Komm, Kleiner. Komm, 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 komm. Machen wir nochmal. Noch ein. Oh. Das hat sogar geklappt. Oh, das hat geklappt, Kollege. Moment mal. Oh. Was? Jetzt wird mir einiges klar. Das will mir nicht in den Kopf. Als die nekromantische Schockwelle Gosa wieder in unsere Ebene zurückbrachte, warum nahm er da nicht sofort eine effektivere Vernichterform an? Tja, der Marshmallow-Mann ist unheimlich, aber es muss doch Besseres geben, um die Welt zu zerstören. Ganz einfach. Beim Eintritt in unsere Existenzebene muss er in die Gestalt unserer ersten Begegnung eingeschlossen werden. Eine Vernichterform pro Gott pro Dimension, gefällt mir. Hört sich nach der für solche Sachen typischen Symmetrie an. Hey, also war meine Vernichterwahl doch nicht so schlecht, was? Was war schwupps einfach da, Ray? Who you gonna call? Also, wer das jetzt gerade nicht verstanden hat, der soll bitte nicht mich fragen, aber ich frage das im nächsten Test trotzdem ab, Freunde. Hey, da oben. Es wird schlimmer. Such die anderen Geisterjäger. Ich will die jetzt nicht sehen. Das ist nicht der Central Park, den ich kenne. Hast du noch deine Brieftasche? Ist das eine Kirche? Können wir die Glocken klingeln lassen? Müssen wir auch probieren mal. Geil, das geht. Will ich nochmal. Hell's Bells. Du bi ba bo. Das geht, das finde ich geil. Das finde ich, das ist wieder so eine Detailverliebtheit des Spiels, die ich echt, deswegen liebe ich dieses Spiel auch, ne? Who you gonna call? Hell's Bells. Boah, ich dachte gerade, du bist ein Geist mit deiner... Müssen wir hier rein, Ray, oder was? Ray? Hey, Ray? Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir irgendwo rüber? Okay. Warten wir doch, bis der möglicherweise hat Platz gemacht. Okay. Alright. PKI-Hintergrund. Oh, ein Artefakt! Ein Artefakt! Ein Artefakt! Here's gotta be an Artefakt! Ja, da, da. Ein Friedhofsartefakt. Ein merkwürdiger Baum mit schwarzen Früchten. Die Frucht dieses Baumes reift daran und verschwindet dann in einem Rauch. Schau, man kann das nicht immer alles lesen, was die so hier, ne? Okay. Ray. Ray, sollen wir nochmal die Kicken? Wir machen mal Hell's Bells. It's gonna Hell's Bells. Bum, bum, bum. Daten, Hell's Bells! Das war aber nicht ich! Oh Gott, das war ein Geister! Scheiße, scheiße, scheiße! Kann zwei Sachen bedeuten. Wir haben Probleme oder wir sind das Essen. Macht das einen Unterschied? Hey, wurden die Protonenpacks je bei Regen getestet? Das macht der Rekrut jetzt gerade. Toll! Moment mal! Ich habe auch eins dabei. Das stimmt, Ray. Wie läuft's denn bisher? Riecht irgendwas verbrannt oder spürst du ein schmerzhaftes Prickeln? Ja, du erfährst es als Erster. Meine Nase juckt ein bisschen.
Ist das Nasenjucken okay, Egon? Das ist, ich will nochmal Hellspass. Hellspass! Okay, genug gespielt. We have to go through that, I think. Mein Bett ist schon wieder am Abrambeln. Luftangriff, schalte die Fliegdinger aus. Die Fliegdinger, ja. Ich muss mal alles ausschalten, ne? Die Fliegdinger, die Fliegdinger, die Fliegedinger. Entlüften, 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 entlüften. Tralala. Boah, die sehen aber auch echt gefährlich aus, die Jungs, ja. Ach, das ist Ray. Ja, ja, ich kann nichts dafür. Ich hab dir gedacht, du wärst ein Gespenst, Ray. Das ist, das wir müssen die Särge zertrümmern, solange sie in der Luft sind. Sonst Särge, bekommen wir es mit denen zu tun. Särge. Okay, Särge, Särge. Ich sehe aktuell gerade gar nichts. Ich sehe nur Geblinke und Geblitze und verwechsel dich gelegentlich mit irgendwelchen. Das ist nicht sehr elegant. Okay. Okay, okay, okay. Okay, Okay. Ray, Falle! Ich brauche eine Falle! Kollege! Falle! Falle! Alter, ich habe gerade andere Sorgen, Kollege! Ich brauche eine Falle! Ray, da! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Okay. Jetzt kommst du mit, du verdammte Bestie! So, pass mal auf! Jetzt hier Falle in den Kegel! Bitte in den Kegel! Boah, von allen Seiten! Ich will jetzt dieses verdammte Gespenst fangen, Freunde! Nein! Ich gehe drauf! Ich gehe drauf! Gib's ihm, ja, pass mal, jetzt ist er so gut für den ersten Team. Alter, ich will dieses verkackte Gespenst fangen! Das hat wehgetan! Jetzt ist es wieder weg, okay. Ich hab's verloren, tut mir leid. Ich hab alles gegeben, okay. Aber es war. Von hinten, du feige Batze! Wo ist jetzt dieses verkackte Geist? Ich hab den eben gerade schon gehabt. Ey, Freunde, ich kann mich nicht um alles kümmern hier. Ich bin dein Team, ey! Das brennt. Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Falle, 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 Falle. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Falle? Hilf mir doch mal bei dem hier. Ja, bald. Wo soll ich dir nochmal helfen, Kollege? Hier, ich hol die ganze Scheiße hier rein. Und hilf mir doch mal bei dem hier. Alter, ich möchte dir ein bisschen in den Arsch schießen, aber das kann ich nicht machen, weil ich bin ein anständiger Geisterjäger. So, pass mal auf. Aber schön hier, ne? Also, das ist Central Park. Da war ich auch mal, ne? Das ist schon echt toll gemacht, ne? Hochhäuser. Spannende Musik. Sehr, sehr zum Fürchten, ne? Brauche ich ja nicht singen. Das ist gut, ne? Das ist wahrscheinlich sehr gut. Okay. Aber müssen wir jetzt hier lang oder wie müssen wir lang? Ich glaube, hier kommen wir nicht rüber. Und da kommen wir da runter irgendwo. Nein, kommen wir nicht. Dann gehen wir hier nochmal rum. Komm hier durch, komm hier durch, komm hier durch. Na, da ist es ja. Weiß ich nicht, der Hudson River, ich kann es nicht genau sagen, was wir hier gerade finden. So, wir müssen uns, glaube ich, hier den Ding orientieren. Na gut, liebe Leute, nun haben wir den Central Park auch mal gesehen. Das ist eine gute Sache, ne? Das ist auf jeden Fall immer gut, den Central Park gesehen zu haben, ne? Wir müssen jetzt wieder wohl hier durch, PK. Scan es! Was soll ich schon wieder scannen? Ich soll immer nur scannen. Das ist echt nützlich. Ja, nützlich. Mir brennt hier der Arsch ab und es ist nützlich, scannen. Ich kann mal probieren, die zu scannen. Habe ich die jetzt gescannt? Hey, wo ist noch einer? Ist da irgendeiner? Das Problem ist immer, wenn ich das Ding gerade aufhab, dann kommt irgendwo einer hergejumpert. Ne? Und ich hänge dann da und gucken. Mal mit dem PKE mit. Oh, du bist eine schöne Lichtfontäne. Okay, den habe ich auf jeden Fall gescannt. Ach du Scheiße, das ist wieder so ein super Golem. Nicht auf mich, auf die! Ah, dann rennen wir doch nicht immer in das Schussfeld. In das Schussfeld ist es. Entlüften. Das ist nicht allein. Ist das wahr? Okay. Komm. Nein! Komm. Okay, den hab ich jetzt. Da ist noch einer. Da, okay. Links von dir. Ja, links von mir, links, da, wo der Daumen rechts ist. Okay. Da ist schon wieder so ein Penner hinter mir. Verdammte Scheiße, ich hab meinen Popschuss, hat das irgendwie hingekriegt. Ich denke, du bist ganz okay. Ja, ganz okay. Pass mal auf, was ist hier alles im Rumpf? Ganz okay.
ich hier ärgere. Das ist mein zweiter Vorname, seitdem ich bei eurem Scheiß Verein bin. Das ist unglaublich hier. Was ist los, Männer? Pass auf, okay? Ja, pass auf, ich soll aber nur aufpassen hier. Vollgeschleim! Okay, wo ist er? Moment. Wenn wir den jetzt verlieren. Wo ist der? Peter. Da hast du es läuten lassen, Kadett. Wo ist Peter? Mach deinen Stil, Kumpel. Naja, ich hab einen guten Stil, ich weiß. Ich bin Spiegel 45, da muss man einen guten Stil haben. Sonst, ne? Okay. Links von dir. Ja, links von mir, das war rechts, du Kollege. Schick sie dahin zurück, wo sie herkamen. Naja, ich versuch das ja immer die ganze Zeit. Was meinst du? Hey, hier! Na los! Aber es ist echt voll am Regnen hier, guck dir das an. Meterdicke Tropfen. Eigengroße Tropfen kommen hier runtergedonnert. Das ist ganz, ganz schrecklich. Die Leute, wo bist du jetzt hin? Wir sind dicht dran. Ich wäre gerne dichter an dir. Wo bist du denn hingerannt, Ray? PKE, da verwende ich schon wieder. Meine lieben Leute, ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen gucken. Also, das ist halt. Dieser Friedhof hat's echt in sich. Liebe Leute, vielen Dank und in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Also, ich war gerade. Ciao, seid euer Geisterjäger. 45 Friedhof. Gärtner.